Einen wunderschönen Morgen allerseits und herzlich willkommen zu unserem heutigen Live-Trading und Marktausblick. Arbeiten in den Märkten, was Gott sei. Mein lieber Scholli, wirklich immer schwieriger wird jeden Tag. Und umso mehr freue ich mich, dass wir hier wieder gemeinsam durch die Märkte hindurch tingeln und mal schauen, ob uns hier irgendwas über die Wege läuft. Ein paar neue Sachen habe ich für euch auch, die ihr heute Morgen schon mit dabei seid. Und somit herzlich willkommen im Namen von Agena Trader Trade Escort. Wer es mal benutzt hat, gibt es nicht mehr her. Die beste Software, die man im Börsenhandel haben kann. Und heute sehen Sie auch ein bisschen, wie ich den Agena Trader nutze mit meinem DAO-House-Setup, was Sie hier im Bild auch eingeblendet sehen. Und somit liebe Grüße hier aus Straubing, aus dem Verschneiden. Um Gottes Willen, es schneit wie Sau. Freue ich mich, dass auch so viele schon wieder heute Morgen mit mir unterwegs sind. Gut, erstmal der Technikhinweis natürlich, wie wir es gewohnt sind. Erstmal hier ganz wichtig, nehmt den bitte zur Kenntnis, wir machen keine Anlageempfehlungen, sondern wir versuchen in den Märkten zu arbeiten. Wir haben heute diese Woche auch wieder 6 Webinare für Premium-Kunden aus meinem Börsendienst bei Börsego. Heute Abend auch noch ein Premium-Webinar wieder mit einer neuen Folge der Ausbildung. Und ja, in diesem Sinne freue ich mich, dass ihr hier dabei seid. Technikfrage: Könnt ihr mich hören, sehen? Habt ihr ein Bild? Bitte mal kurzen Technikcheck machen. Haut mal rein in die Tasten. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Wie geht's euch? Wie sieht's aus? Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr rege mit mir kommuniziert. Wenn ihr Lust habt, auch mal eure Erfahrungen mit dem Agena Trader oder wer auch Fragen zu dem Produkt hat, warum soll ich damit arbeiten? Peter, grüße dich. Ich freue mich, dass wir uns im Seminar sehen. Wunderbar. Apropos Seminar, 25. bis 29. April. Es sind noch knapp 6 oder 5 Wochen hier. Inzwischen ist fast schon alles ausverkauft. Ich habe noch genau 2 Plätze frei. Also wer da möchte, vor allem ich habe es noch ein bisschen ausgebaut. Wir haben Jörg Schmidt-Schneider ist mit dabei, der Scalper. Ich bin dabei. Karl, die Kamera ist an. Also von daher gesehen, die Kamera läuft an, musst du bei dir auch noch mit einschalten, vielleicht nochmal ein- und nochmal ausloggen oder die Kamera nochmal ein- und ausschalten, dann müsste sie auf jeden Fall funktionieren. Also wie gesagt, Jörg Schmidt-Schneider ist mit dabei, der Scalper vor dem Herrn mit Heikin Aschi, der uns hier diese 5 Tage, wir traden 5 Tage durch die Bank durch und zwar jeweils von 8 Uhr morgens bis circa 22 Uhr abends, wer Lust hat dazu natürlich, Versorgung ist gewährleistet. Also ich denke, da haben wir wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ich habe den Thomas Seefahrt dabei, unseren Psychologen, der uns diese 5 Tage auch mit hier und psychologisch unterstützen wird. Und nicht zu vergessen, ich habe mir die Dienste von meinem Boss in der Vermögensverwaltung gesichert, Rüdiger Born, der zu dem Zeitpunkt in Tokio ist und den wir per Live-Schaltung in unser Seminar mit einbauen werden. Er wird uns seinen Handelsstil intensivst auch beibringen oder mit unterstützen im Rahmen Fibonacci, Elliott-Wellen und so weiter und so fort. Born Bar, das sind alles Sachen. Und das sind die 5 Tage, sind Hucke, Pickepacke, vollgepackt mit Informationen. Das, was wir hier in Webinaren so in der Form gar nicht hinbekommen. Also wie gesagt, 2 Plätze sind auch frei. Wer Lust hat und wem es das Geld wert ist, hier natürlich auch mit Agena Trader zu arbeiten oder muss, ist keine Voraussetzung. Also es geht mit jeder anderen Software auch. Aber das ist halt nun mal das, was uns am besten hier unterstützen kann. Gut, Interessenskonflikt möchte ich nur hinterhinweisen. Ich bin Händler in der Vermögensverwaltung Born Stahlberg und Partner in der Schweiz und Deutschland. Das heißt, oftmals bin ich in dieselben Werte investiert. Von daher muss ich dann darauf speziell aufmerksam machen. Die DAO-Theorie ist unser Steckenpferd. Das ist mein persönlicher Ansatz, mit dem ich arbeite. Und ja, gucken wir mal, was uns die Märkte heute anbieten. Nutzt bitte diesen Chat auch, wenn ihr Lust habt, wirklich mit mir zu kommunizieren. Wenn ihr Werte habt, die wir gemeinsam analysieren wollen oder über die Märkte sprechen wollen, dann tut das einfach und wir bringen dann hier möglichst viel Wissen dann mit hier hinein. Okay, feine Geschichte. Schauen wir uns doch mal den DAX heute an, was uns der zu bieten hat. Ist ja generell eine spannende Geschichte momentan mit dem deutschen Aktienindex. Ich mache nur die Kamera ein bisschen kleiner. So, und wie gesagt, nutzt die Möglichkeit, im Chat mit mir zu kommunizieren. Ich versuche das chronologisch dann auch abzuarbeiten. Ja, okay.
Gerd, bist du denn mit, weil du fragst, ob ich den Link von heute Abend einstellen kann, bist du denn Kunde bei mir im Premium Service bei Börse Go? Weil das ist den Premium-Kunden vorbehalten. Intensive Ausbildung gibt es nur gegen Bares, ist ja auch meine Zeit, die ich hier aufopfere und die ich nehme. Kann mich ja auch mit anderen Dingen beschäftigen, aber nur, das ist ein Premium-Webinar nur für meine Kunden aus Börse Go heute Abend. Nur so weit das noch zur Information. So, Henry, Südzucker schauen wir uns gleich an. Ich würde sagen, wir machen mal so einen kurzen DAX-Überblick, was uns denn eventuell heute erwartet. Denn es hat sich hier im kurzfristigen Zeitfenster durchaus was getan. Und zwar haben wir hier ja diesen Abwärtstrend gehabt. Ja, der auch noch im Sinne der großen, des übergeordneten Bildes dann auch noch war. Und der ist hinüber. Der Trend ist hinüber, wie man hier jetzt aktuell sehen kann. Der wurde gestern mit dem Schlusskurs gebrochen bei 9.923. Wir hatten ja das Hoch gestern bei 10.040. Und naja, damit haben wir jetzt, der ist jetzt leicht in der Bewegung, aber wir haben hier ganz klar einen neuen Trend, der allerdings konträr ist, beziehungsweise entgegen der Großwetterlage des Big Pictures dann ist und natürlich dann mit einer gewissen Vorsicht genossen werden muss. Nur wenn ich mir halt das große Bild anschaue, um Gottes Willen, bis 11.400 haben wir ja da oben Platz. Da kann sich noch also extrem viel tun. Und das ist es, was es im großen Bild im DAX nicht unbedingt einfach macht, hier zu handeln. Aber gut, für unser Daytrading haben wir sowieso ein bisschen einen kleinen anderen Ansatz, beziehungsweise ein anderes Bild. Wir brauchen nämlich hier dann die Stunde auf unserer Seite. Und naja, die haben wir jetzt aktuell eigentlich nicht wirklich auf unserer Seite, weil wir hier keinen Trend haben. Diese exorbitanten Bewegungen vom letzten Donnerstag, Mario Draghi, unser Dank, möge, die wird dir ewig nachschleichen, hat natürlich dafür gesorgt, dass die Trends erstmal alle im Eimer sind. Und von daher gesehen wird es jetzt aktuell eher schwierig sein, hier einen neuen Trend zu generieren. Das wäre jetzt möglich. Wir haben das Gap von heute Morgen jetzt geschlossen, interessanterweise. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. So, und wir bräuchten jetzt einen Schlusskurs über der 10.040, damit wir hier einen neuen Trend generieren. Und dann wären wir hier in der, dann hätten wir hier eine neue Korrekturzone, einen jungen neuen Aufwärtstrend, der sich dann durchaus fortsetzen kann. Eine Trendfortsetzung ist ja nun mal immer wahrscheinlicher als ein Trendbruch, wenn der Trend nicht zu reif geworden ist. Gut, also aktuell hier eher trendlos. Was bleibt uns übrig? Der 5-Minuten-Chart, logischerweise. Und ja, der befindet sich in einem gültigen Trend, logischerweise. Ist schon immer auch spannend. Nein, heute ist nicht Verfallstag, Thomas. Wollte ich jetzt gerade noch drauf zukommen. Gut, dass du sagst. Wir müssen natürlich aufpassen diese Woche. Wir haben die Federal noch am Mittwoch, glaube ich. Heute Nacht waren die Japaner mit dabei. Da im Hintergrund läuft bei mir Bloomberg immer. Und Mr. Corrado sagte, also sie werden alles tun, ja, um ihr Ziel der Inflation, ihr Inflationsziel erreichen und sind auch weiterhin gewillt, an der Zinsschraube zu drehen, an dieser negativen Zinsschraube. Also die machen auch nichts anders wie letztendlich alle anderen auch. Ja, und wollen billiges Geld auf den Markt schmeißen. Und hinzu kommt halt dann am Freitag der große Verfallstag, der große Hexensabbat, ja, am dritten Freitag im Quartal. So, und insofern, wenn man sich die Statistiken anschaut, solche Grafiken anschaut, dann sieht man, dass es oben und unten zwei große Verfalls- oder Optionen gibt, nämlich im oberen Bereich bei circa 10.200 und auf der unteren Seite bei circa 9.800. So, und ich vermute mal, abhängig jetzt von den Bewegungen, die morgen Abend mit der Fed natürlich kommen würden und kommen werden, dass wir uns wohl bis Freitag irgendwo in dem Bereich einpendeln werden. So, wenn ich mir den Chart so anschaue, dann muss ich fast sagen, ich glaube, wir tendieren wohl eher auf die Oberseite Richtung 10.200 hin. Wäre also nicht verwunderlich. Also gut, und aktuell sind wir jetzt hier in einem korrektiven Abwärtstrend. Was heißt korrektiv? Wir haben in der Stunde leider keinen Trend, deshalb kann man hier auch gar nicht von korrektiv sprechen, weil wir gar nicht wissen, in welche Richtung das der DAX jetzt momentan laufen wird. Aktuell ist er halt noch im Short-Modus. Was aber schön zu sehen ist, auch hier in diesem Bild, deswegen nutze ich den Archina Trader mit meinem Dow House Setup. Ich kann mir da die Trends einblenden lassen. Ich sehe sofort die letzte Korrekturzone und ich sehe sofort in
im Prinzip, welche Kerze hat den letzten Punkt 2 durchbrochen. Und damit habe ich eine sehr schöne visuelle Möglichkeit. Grün ist natürlich dann in die Aufwärtsrichtung. Also insofern ist eine Trendfortsetzung natürlich immer nice to have und schön. Und ja, dazu muss ich einiges sagen. Für diejenigen, die mit dem DAO House Setup von euch draußen arbeiten, bitte wundert euch nicht, wenn bei mir andere Signale aktuell kommen. Ich habe mich am Wochenende oder auch vergangene Woche dann, wo ja auch die IB Days waren, vielleicht waren ja am Dienstag einige dabei, ich hoffe, es hat euch gefallen. In diesen 12 Stunden Trading war eine super Geschichte. Und es ist so, mein DAO-How-Ansatz ist die Basis des Börsenhandels. Da muss man gar nicht drüber nachdenken. Es ist aber so, wer sich jetzt mit den Märkten ein bisschen beschäftigt, auch die letzten Wochen und eigentlich schon Monate, und wenn du dir die Nachrichten so anhörst und anschaust, eigentlich schon seit letztem Jahr. Heute Morgen noch gelesen, wir befinden uns scheinbar in der dritten Welle einer Finanzkrise. Und das Problem ist, die Trends kommen ganz, ganz schwer zum Laufen. Sie kommen so gut wie gar nicht mehr zum Laufen. Also in den höheren Zeiteinheiten, wenn du da nicht einen riesigen Ansatz hast und einen Stopp und ein großes Kapital hast, man kriegt kaum noch einen Fuß auf die Erde. So, und ich habe in der Vergangenheit schon öfter darüber gesprochen, wenn etwas nicht mehr in der Form funktioniert, wie man es gewohnt ist, muss man überlegen, was passiert. Bin ich schuld? Mache ich irgendwelchen Blödsinn? Wenn ich das ausschließen kann, ich bleibe fachlich korrekt, muss ich mir Gedanken machen, was ist in den Märkten los? Kommt es nicht mehr zum Laufen? Passt mein Ansatz nicht mehr? Muss ich was ändern? Bin ich in der Drawdown-Phase? Ja, bin ich, schon seit letztem Jahr. Ja, und manchmal geht es wieder in eine bessere Richtung, dann kommt wieder die nächste Drawdown-Phase. Ja. So, was muss ich machen? Ganz einfach. Wenn man nicht rauskommt, wird das Kapital natürlich nicht vernichtet, sondern einfach das Risiko runtergefahren. Ja, so, jetzt ist der China Trader natürlich in der Lage, Gott sei Dank, immer diesen Fixed Ratio Ansatz zu handeln. Das heißt, er nimmt immer nur die Prozentzahl, die ich eingegeben habe, von dem noch zur Verfügung stehenden Kapital. Bin ich in der Drawdown-Phase, dann ist es ganz einfach so, dass er sowieso immer weniger, dass 1% von 5.500 weniger ist als 1% von 10.000. Von daher gesehen habe ich da auch das Risiko runtergefahren. Allerdings muss man natürlich hergehen, muss sagen, wenn die großen Trends so schwer zum Laufen kommen, ja, was bleibt mir dann noch? Was würdet ihr denken? Was bleibt mir noch, wenn die großen Trends nicht mehr zum Laufen kommen? Welche Optionen habe ich, aber ohne die DAO-Theorie zu verlassen? Welche Möglichkeiten habe ich? Was denkt ihr? Schreibt es mal in den Chat rein. Wir wollen ja ein bisschen zusammenarbeiten. Was denkt ihr? Bewegungshandel, klar. Bewegung handeln, ja. Bewegung ist aber auch nur letztendlich ein Trend. Ja, kleinere Trends handeln, auch richtig. Nur noch kleine Trends handeln, kleinere Zeiteinheiten. Ja, kleinere Zeiteinheiten, Positionen verkleinern, macht der Arjuna Trader automatisch. Preisbasierte Charts verwenden kann man auch machen, man kann auch von Heikin Ashi umstellen. Aber ihr habt es an solche schon gemerkt, es bleibt uns fast nichts anderes übrig, als die kleinen Trends zu handeln und Gewinne relativ zügig mitzunehmen. Ich habe für eins der nächsten Updates eine neue Condition gebaut, die hier im Chart auch eingeblendet sind, nennt sich in der hinteren Bezeichnung Single. Und zwar sieht das Ganze so aus, das Signal taucht auf, wenn einfach nur der T2, der kleine Trend, in meine Richtung unterwegs ist, nicht mehr als vier Arme gemacht hat, denn eine Trendfortsetzung ist immer wahrscheinlicher als ein Trendbruch. So, und dass er zum Punkt 2 runterläuft, ja, die Trefferquote liegt bei 67%. Nur, man muss auch dann dazu übergehen und muss gnadenlos auch dort dann seine Gewinne mitnehmen. Entweder Stopp auf Einstand ziehen oder Gewinne gnadenlos mitnehmen. Eine andere Möglichkeit bleibt nicht, ja. Ein passendes Instrument zum Trading-Ansatz suchen. Karl-Heinz, definiere bitte mal ein passendes Instrument. Also ich werde jetzt nicht anfangen, mich irgendwie auf Optionsscheine zu stürzen oder Zertifikate. Das ist für mich zu kompliziert. Ich handle den Markt direkt und damit fahre ich ganz gut. Was Besseres kann es eigentlich gar nicht geben. Ja, aber
Ich bin der Meinung, man muss sich dann letztendlich dem Markt anpassen. Und wenn die Trends nicht mehr zum Laufen kommen, ja, zumindest die größeren Trends, dann darf ich die zwar nicht außer Acht lassen, aber ich muss schneller im Markt agieren. So, jetzt sind wir nämlich in einer Phase des Marktes oder einer Phase auch der Lernkurve oder des Tradings, letztendlich, wo ich mir überlegen muss, ist der Börsenhandel tatsächlich was für mich? Ja? Komme ich damit überhaupt zurecht? Kann ich überhaupt kurzfristig arbeiten? Ne? Hier, mein Freund Daniel sitzt meinetwegen in der Arbeit und guckt zu, aber bin ich in der Lage, mich aufs Trading zu konzentrieren? Ist das überhaupt machbar, wenn ich sage, Menschenskinder, ich werde in den größten Trends immer ausgestoppt, weil die Trends nicht zum Laufen kommen, weil wir in einer, ja, ich sag mal, Selbstfindungsphase des Marktes sind. Was muss ich dann machen? Ja, Markt ist vielleicht überkauft, whatever. Gut, müssen wir überlegen, über welchen Markt das wir reden. Es gibt ja viele. Ja, Karl-Heinz schreibt, Aktien, Indizes, Currencies, Bonds, irgendein Instrument, richtig. Ja, also da muss ich mir überlegen, ja, kann ich mich jetzt nur auf einen Markt konzentrieren oder gehe ich, so wie wir es hier, Margina Trader auch machen, ja, quer durch die Märkte durch. Ne? Und ihr seht ja meine Liste, da ist alles drin, von Gold bis über Euro, US-Dollar, was auch immer. Ja, so, habe ich jetzt heute schon was gemacht. Ich glaube, ich habe heute auch schon was gemacht. Und zwar habe ich heute schon den Euro-US-Dollar mal kurz gehandelt. Und da seht ihr das, ne? Sobald der Markt hier, das sind meine Signale, und ich bin hier sauber runtergekommen. Er hat aber hier unten war mein Target, hat es leider nicht erreicht. Ja, nur da muss ich sofort reagieren und denke mir, Menschenskinder, mein Stopp ist ja hier oben. Ja, das lasse ich ja nicht zu, ja, dass ich hier ausgestoppt werde, wenn ich schon mal im Plus bin. Und dann gehe ich her und stelle um auf Bewegungshandel. Ja, dann fliege ich halt im kleinen Plus raus, aber ich habe kein Minus mehr. So, jetzt habe ich ja hier auch wieder gerade ein Signal, das gucken wir uns dann gleich mal an. Aber ihr seht, es ist nur der kleine Trend. Aber Voraussage, Phase 5, ja, nicht zu reif, Phase 5. Phase 5 heißt ja nicht maximal, mindestens 50% der letzten Bewegung muss korrigiert sein, sodass ich möglichst tief, so wie hier oben, aus der Korrektur komme. Ja. Und wenn die Trends noch nicht zu reif sind, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr, sehr groß, dass sie sich nochmal fortsetzen. Aber wir müssen schneller handeln. Wir müssen schneller reagieren. Ja, wir müssen gucken, dass wir das erste Target oder wenn überhaupt ein Target am Punkt 2 weg aus Ende. Ja. Oder zumindest so weit dann auch agieren, dass man sagt, okay, wenn ich am Punkt 2 angekommen bin, Stop-Loss auf einen Stand, nach mir die Sinnflut, fertig aus. Ja. Das ist es, was ich dann handeln muss, wenn es einfach in den Märkten sehr, sehr schwierig wird. Und das ist das, was ich momentan auch mache, wo ich sage, ich muss mich an den Markt anpassen. Ja, ich muss mich da anpassen und nicht der Markt an mich. Ja. Und wenn der Markt einfach momentan so instabil ist, ja, da muss ich gucken, ja, dann in die, da muss ich gucken, dass ich relativ kurzfristig unterwegs bin und einfach schneller meine Gewinne mitnehmen. Ja. Naja, und jetzt ist natürlich der Punkt, ja. Es ist, schau mal her, jetzt ist natürlich hier der Punkt gewesen, der übergeordnete Trend zeigt natürlich Long. Ja. Die Frage ist, was ist legitim und was ist nicht legitim? Ja. Solange ich einen gültigen Trend handle und auf eine Trendfortsetzung spekuliere, ja, kann ich, und das muss ich hier zwangsläufig auch mal machen, muss ich nicht, bleibt ja mir überlassen, was ich daraus mache, ja. Aber es ist dennoch legitim, auch mal in die Korrektur hineinzuhandeln. Ich habe zwar euch jetzt seit Jahren schon erzählt, ich bin kein Korrekturhändler, nur ich kann ja nicht auf meiner Meinung beharren. Ich kann ja nicht auf meinem auf meinem Handelsstil so beharren, ja, und damit mein Handelsstil den Markt aufzwingen. Das geht nicht, ja. Das wäre genauso, wenn ich sage, ich habe früher mal nur nach RSI getradet und würde heute immer noch traden. Ich vermute wohl, dann würde ich heute nicht hier sitzen, ja. Ich muss mich zwangsläufig dem Markt anpassen. So, als wenn ich mir das anschaue, ja, und sage, okay, ich bin jetzt hier zwar in der Korrektur, aber das war ein Trend und ihr seht die roten Pfeile hier, zum Beispiel diese hier. Der Trade ist aufgegangen, weil eine Trendfortsetzung immer wahrscheinlicher ist als ein Trendbruch, vorausgesetzt, der Markt ist noch nicht zu reif geworden. Ja? So, er kommt bis zum Punkt 2.
Ja, geht ein bisschen weiter, aber gut, mein Target wäre erreicht geworden. Hier nochmal. Okay, er hat es nicht erreicht. Ich gehe an meinem Target am Punkt 2. Okay, um ein paar Punkte hat er es nicht erreicht. Aber Stopp, dann nachziehen. Gut, dann waren es halt nur 0,17 und 0,20% Gewinn, aber es war Gewinn. Ja, wenn ich mir überlege, mein Freund Heiko Behrendt, der nimmt 2, 3 Punkte mit aus dem Markt. Auch gut. Gewinn ist Gewinn. Ja, also, und deswegen ist es natürlich legitim. Es entspricht nicht mehr ganz dem, was ich hier aufgezeichnet habe, dass die Trends in die gleiche Richtung laufen müssen. Ja? Natürlich bevorzuge ich die Trends oder die Trades, die auch das größere Zeitfenster in meine Richtung läuft. In dem Fall eventuell der mittlere Trend. Ja? Dann gehe ich aber her und nehme halt nicht am Target, am Punkt 2 meinen Gewinn mit, sondern sage, okay, dann nehme ich halt 2 Targets oder ich ziehe das Target weiter weg und gehe ab dem Punkt 2 in den Bewegungshandel hinein, ja, und spekuliere darauf, dass der Trend schubweise durch den größeren Trend noch in meine Richtung geht. Ja. Aber, und das ist der Punkt, ich muss mich zwangsläufig dem Markt anpassen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Das ist ja nahezu überlebenswichtig. Ja. Wenn die Märkte mal wieder anders laufen, ich bezweifle, dass sie das noch jemals tun werden, ja. Und das ist, dann kann ich mich natürlich auch wieder ändern. Ja? So, Signal, schauen wir mal. Also, Signale, wenn ich welche habe, dann guckt man natürlich auch, ob wir was handeln können, britisch Pfund, kanadischer Dollar. Ja, das ist jetzt ein Punkt, den ich sage, den handle ich trotzdem nicht. Ja? Ganz einfach, weil mir diese Signale sind zwar richtig, ja? Aber Punkt 1, ich bin hier nicht in der Korrekturzone. Ich will meine Signale zumindest aus der Korrekturzone heraus haben, so wie sie hier oben waren, ja, oder wie sie einfach sonst irgendwo waren. Also hier und dann ist gut, ja. Aber wenn sie hier in der Luft hängen, kann es trotzdem passieren. Aber schaut mal, hat jedes Mal wieder abgebrochen, ja. Da kriegst du 4, 5, 6, 7 Mal auf die Nase und das muss nicht sein. Aber hier aus der Korrekturzone nach oben zu traden, ist auf jeden Fall gesünder und ist auf jeden Fall besser. Halt das war, ich wollte hier auf, da wollte ich rein. So, jetzt haben wir hier Gold, ja, Trendfortsetzung, da ist es natürlich jetzt optimal, weil auch noch der übergeordnete Trend in meine Richtung geht. Ja, also gehe ich her und lasse mich hier auf dem Weg nach unten einstoppen. Market gehe ich trotzdem nicht rein. Lass mich einstoppen. Stop-Loss liegt hier über dem größeren Trend, das passt auch. Ja, und auf dem Weg nach unten hier nehme ich dann mein Target mit. So, Gold, 5 Minuten Short. Ja, wir sind am sehr jungen Trend. Das ist erst die zweite Korrektur. Eine Trendfortsetzung ist immer wahrscheinlicher als ein Trendbruch. So, und das ist das, was ich momentan jetzt gebaut habe an Conditions, die auch nächstes Mal einfließen werden in das Update, sodass jeder selber entscheiden kann, was möchte er handeln. Ja, das bleibt jedem selbst überlassen. Es ändert ja nichts an meinem DAU-HAU-Ansatz. Ja, in die Trendrichtung einzusteigen, auf eine Trendfortsetzung zu spekulieren. Ja, nur, es hilft mir ja alles nichts, wenn ich mich nur noch nach dem richte, dass alle Trends in meine Richtung laufen und ich kriege keine Signale und ich komme nicht zum Handeln und die Trends kommen nicht zum Laufen. Ja, das hilft mir ja alles nichts. Ja. Gut, also das nur so als kleiner Hinweis. Wir schauen uns das jetzt dann auch an. Was habe ich denn heute Morgen? Neuseeland-Dollar, Kanada-Dollar. Ja, das war zum Beispiel so eine Geschichte hier. Ja, der also super aufgegangen ist. Das war Neuseeland-Dollar hier. Also was ich heute Morgen gehandelt habe, war bisher alles im Plus. Kann man sich jetzt auch nicht wirklich beschweren, würde ich mal sagen. Ja, weil eine Trendfortsetzung einfach gnadenlos wahrscheinlicher ist als ein Trendbruch. Ja? Natürlich gibt es auch Minus-Trades, ist ja klar. So, aber da sieht man es jetzt zum Beispiel. Bin ich ein bisschen spät reingekommen, macht aber nichts. Hier trotzdem. Weg nach oben mitgenommen, aus Ende, Ziel erreicht, fertig, aus dem Maus. Ja? Oder hier, wie gesagt, mit dem Euro-US-Dollar, kleines Plus, war auch in Ordnung. Und genauso soll es dann letztendlich sein. Aktuell, was habe ich aktuell am Laufen? Schauen wir es uns auch an hier. Und zwar fängt unten an bei Australien-Neuseeland-Dollar. Das hier ist, muss ich schauen, Australien-Neuseeland-Dollar, 15-Minuten-Chart. 15-Minuten-Chart. Ja, so, und das ist genau der Punkt. Jetzt müssen wir mal schauen. Sekunde, umstellen hier.
Keine Sorge, ich beantworte alle eure Fragen. Ich will nur kurz das Wichtigste einfach durchgehen. So, ein bisschen noch und dann bin ich raus aus dem Markt. Ja, so, schauen wir mal. Signale. Okay, da oben Wahnsinn. Ne? So, Trend einblenden. Seht ihr? Und das ist genau das, was ich haben möchte, dass die Signale halt einfach, und so ist es, relativ früh kommen, dass ich früh einsteigen kann und ich will einfach nur bis zum Punkt 2, weil was da drunter kommt, kann ich nicht mehr erahnen. Ja, ich weiß nicht, ob es zu einer großen Trendfortsetzung kommt oder nicht. Ja, aber wenn er dann einfach nochmal korrigiert, dann kann ich ja nochmal einsteigen. Ja, und ja, aktuell, deswegen bin ich auch hier, nachdem ich schon gut ins Plus gekommen bin und ich habe mein Target hier nicht versetzt, sondern hier ist es einfach nicht getriggert worden. Ja, und ich sehe dann, dass ich hier um Haaresbreite einfach vorbei bin, dann spiele ich auch nicht mehr rund. Der Trade läuft mir mit Sicherheit nicht mehr ins Minus. Ja, sondern dann gehe ich hier, dann stelle ich hier manuell um. Das geht bei Margina Trader, das ist eine super Geschichte. Stelle einfach um auf Outside Bar, auf Bewegungshandel, ja, und dann bin ich automatisch schon im Plus. Und gut, wenn jetzt nicht eine super Monsterkerze nach oben kommt, dann habe ich halt einfach Pech gehabt. Also das sind die akustischen Signale, die ich von beiden Surfern kriege. Links läuft Vermögensverwaltung. Hier, was ihr seht, ist mein privater Handel. Aber ihr seht, es funktioniert. Und natürlich vertraue ich meinem Setup der Trendfortsetzung. Aber du darfst jetzt eines hier nicht vergessen. Ich habe das ja absichtlich gemacht, Sven. Schau mal, der große Trend hier, der übergeordnete Trend, der läuft... Warte mal. Ja, der läuft ja nicht für mich. Ja, also, und das ist einfach nur ein Ansatz. Es kann ja jeder machen, wie er möchte. Ich vertraue darauf, dass sich der Trend fortsetzt. Und Fortsetzung heißt für mich mindestens bis zum Punkt 2. Ja, so, wenn ich dort meinen Gewinn mitnehmen kann, dann ist doch schon mal gut. Ja, so, wenn ich aber noch jetzt im anderen Fall, was weiß ich, was habe ich denn hier noch? US-Dollar, Schweizer Franken, ja, da, den habe ich eigentlich schon abgeschrieben gehabt, ja, den habe ich eigentlich schon abgeschrieben gehabt, ja, und da sieht man es dann auch, da habe ich jetzt zum Beispiel kein Target drin, weil auch hier die übergeordneten Trends in meine Richtung laufen, ja, also es ist einfach nur eine Anpassung an den Markt und ich finde das wichtig. Vielleicht kann man auch geteilter Meinung drüber sein, das ist auch in Ordnung, es ist an den Märkten alles alles erlaubt. Aber Karl-Heinz hat es gerade richtig gesagt. Gut, ob jetzt die Markttechnik ein so relevanter Trading-Ansatz ist, dass die Großen schon dagegen traden. Es gibt keinen Trading-Ansatz, der immer funktionieren wird. Dem widerspreche ich jetzt mal ganz klar. Warum? Gut, ob jetzt Markttechnik oder Dow-Theorie-Ansatz, die Grundbasis ist die Dow-Theorie. Ja? Was ist die Aussage, die generelle Aussage? Was oder was ist die Basis, andersrum, rollen wir das Feld von hinten auf. Was ist die Basis des Börsenhandels? Das sind eigentlich nur zwei Wörter. Wenn das mit und verbindet, sind es drei. Was ist die Basis des Börsenhandels? Haut's mal in die Tasten rein. Was ist die Basis des Börsenhandels? Absolut. Ihr seht schon, also ich sehe schon, ihr seid schon lange dabei und kennt das Ganze. Angst und Gier. Angst und Gier sind die beiden Dinge, die den Markt bewegen. Ja? Und Angst und Gier sorgen für steigende Nachfrage, Bewegung. Angst und Gier, warum auch immer, in der Kombination, sorgt für steigendes, für mehr Angebot, weniger Nachfrage, der Markt korrigiert. Erfahrene Händler in der Akkumulationsphase, so wie es Charles Dow beschrieben hat, steigen in die Korrektur ein, noch bevor die nächste Bewegung kommt. Das ist Börsenhandel. Was anderes gibt es nicht. Ja? So, würde ich also den Dow-Ansatz, ja, oder die deutsche Markttechnik, die ja auch nur auf dem Dow-Ansatz oder die Dow-Theorie beruht, würde ich das in Frage stellen und sagen, der Ansatz funktioniert nicht mehr, dann müsste ich den Börsenhandel in Frage stellen. Wer wagt das zu tun? Ja? Das spielt keine Rolle, ob jetzt große Player oder kleine Player im Markt sind. Wir spielen alle im selben Sandkasten. Ja? Wir haben alle denselben Sand und denselben Dreck zur Verfügung.
dem wir handeln können, nicht mehr und nicht weniger. Ja? Also würde ich den DAO-Ansatz und die DAO-Theorie in Frage stellen wollen und sagen, der wird vielleicht nicht mehr funktionieren, weil er jetzt so publik geworden ist, muss ich sagen, nein, das ist nicht richtig. Denn dann müsste ich den kompletten Börsenhandel in Frage stellen und an diesen beiden Faktoren, Angst und Gier, die für Bewegung und Korrekturen sorgen, wird sich nichts ändern. Ja, sonst müsste ich den Börsenhandel, muss ich das Orderbuch einstellen, muss ich es zumachen, ja, muss ich es ausmachen und dann gibt es keine Bewegung und dann gibt es kein Kaufen und Verkaufen mehr und damit hat sich's erledigt. Wer macht es? Also ich kann das Orderbuch nicht zumachen, das kann nur die Börse am 17.30 Uhr machen oder dann um 22 Uhr oder am Freitagabend, dann ja, das war's dann aber auch schon. Nur, was den Trading-Ansatz als solches anbelangt, da muss ich mich natürlich als Händler schon auch immer wieder hinterfragen und sagen, passt das denn in dieser größeren Form vielleicht noch? Ja? Eins ist richtig, ja, dass die großen Player, ne, also jede Bank hier in Deutschland zum Beispiel oder eigentlich weltweit hat ihren Futures-Händler, der im DAX handelt oder der im S&P handelt. Ja? Die müssen also im teilweise eben Minutentakt müssen die tatsächlich handeln und ihre 50 und 150 Kontrakte unterbringen. Ja? Was richtig ist, und da bin ich beim Karl-Heinz schon bei deiner Richtung, dass der Handel schneller geworden ist. Ja? So, irgendwo bin ich jetzt, habe ich jetzt ein Ziel erreicht. Irgendwo habe ich es erreicht. Schauen wir mal. Da. Ja, da war's. Da war's. 15 Minuten. Da bin ich jetzt drin. Da habe ich es erreicht. Also, schönes Ziel erreicht. Passt. Und das ist ja genau das. So. Und jetzt, und das ist die mentale Herausforderung an sich. Ja. Was war mein Ziel? Mein Ziel war, auf die Trendfortsetzung zu spekulieren, in der Annahme, dass wir mindestens bis zum Punkt 2 runterlaufen. Ja, so. Ende. So, und jetzt ist die große Challenge dabei, dass ich mich nicht mehr mit dem Trade beschäftige. Ende aus die Maus. So, wenn er jetzt noch 93 Trilliarden Punkte fällt, ist mir doch egal. Ja, ich darf dem Trade dann aber nicht hinterher trauern. Wenn ich sage, oh mein Gott, warum bin ich da nicht drin geblieben? Jetzt ist ja noch 100 Punkte gefallen. Das ist doch wurscht in dem Moment, ja. Ich hatte meinen Plan, den habe ich umgesetzt, der ist eingehalten worden. Ich habe mein Gewinnende der Geschichte, ja. Wenn sich der Trend fortsetzen soll, denn er geht nochmal in die Korrektur, vertraut mir, dieses Setup, ja, das kommt auf jeden Fall nochmal. Ja, ja, dann steige ich halt nochmal ein, wenn der Trade nicht zu reif geworden ist. Wobei ich die Condition so gebaut habe, dass keine Signale kommen, wenn er zu reif geworden ist. Ja, wir wissen ja so, fünfter, sechster Arm neigt die Trends dann sehr schnell mal dazu, einfach zu brechen, logischerweise. Ja, und deshalb die frühen Trends mitzunehmen. So, Ende. War ein Gewinn. Fertig. Der Rest interessiert mich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht mehr. Ja, und dann ist gut. Mehr wollte ich jetzt auch gar nicht haben. Und da freue ich mich jetzt drüber. Und so kommt man langsam, aber sicher auch wieder in eine gesunde und auch in eine optimale Phase dann auch wieder hinein. So, also, was auf jeden Fall klar ist, ihr Lieben, die Märkte sind instabil, die Märkte sind kurzfristiger, ja, es sind immer mehr Händler da, ja, die Nullzins, die Minuszinspolitik, ja, die drückt auch die Sparer, ja, in andere Geschichten hinein, ja, wenn du auf dem Sparbuch kein Geld mehr kriegst für dein Erspartes, die Branche wird damit boomen, ja, die nächsten Wochen, Monate, Jahre. Ja, weil es wird sich noch Jahre fortsetzen, dieses Thema. Also braucht man Alternativen. Ja, so. Und dann wird auch die Generation, die jetzt nachkommt, die Älteren vielleicht nicht mehr so sehr, die werden den Börsenhandel für sich entdecken. Ja, aber die müssen sich auch an die Spielregeln halten, Angebot und Nachfrage. Ja, da ändert sich nichts dran, aber es wird schnelllebiger werden. Ja, von daher gesehen, ja, muss ich meinen Handel dann letztendlich anpassen. Ja, die beiden Fragen treten mehr und mehr in den Vordergrund. Wer kauft nach mir? Wo entsteht Bewegung? Ja, und die Bewegung entsteht aus der Korrektur zum Punkt 2. Und wenn er den Trend noch fortsetzt, nice to have, dann ist es wunderbar. Ja, aber da muss ich mich dem Markt einfach anpassen. Und wenn ich sehe, dass das grobe Setup einfach nicht mehr passt, dann muss ich mich ändern. Und dann muss ich hergehen, okay,
dann halt nur schubweise die kleinen Trends mitnehmen. Ja, diese Bewegungen zum Punkt 2, ja, und danach vielleicht umstellen auf Bewegungshandel. Aber das werden wir jetzt die nächsten Wochen hier ganz konsequent auch machen. Natürlich zeigt er mir meine anderen Signale auch noch an, aber wenn ich jetzt hier durchgehe und sage, schaut her, ich habe mein ursprüngliches Dow House Setup, wo ich sage, großer Trend, mittlerer Trend, kleiner Trend in meine Richtung. Ihr seht, ich habe kein einziges Signal, nicht ein einziges, weder in 5 Minuten, noch in 15 Minuten, noch in Stunde, ja nicht mal im deutschen Markt. Ja, nicht mal hier auf Aktien habe ich ein einziges Signal, das hier meinem generellen Ansatz entspricht. Ja, natürlich kann ich jetzt hergehen und kann sagen, dann, jetzt warte ich halt. Natürlich, aber dann gucke ich halt zu, wie oft hier der Markt in den kleinsten Trends zum Punkt 2 läuft. Wäre Gewinn gewesen, Gewinn geht nicht jeder Trade auf. Ist ja auch Nonsens, ja, ist ja klar. Geht nicht jeder Trade auf. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass gut viele aufgehen, ist auf jeden Fall gegeben. Also muss ich mich dem Markt anpassen und das ist das Entscheidende an dieser Geschichte. So, jetzt schauen wir uns die Trades einfach nach und nach an und werden wir sehen, welchen mache ich nicht. Ja, jetzt haben wir hier wieder das Thema, wenn wir jetzt Trend fortsetzen, weil irgendjemand vorhin geschrieben hat, Trend. Henry, ich bewege mich nicht von meinem funktionierenden Setup weg. Mein Setup des Trends, ja, man darf nicht vergessen, das Setup beruht darauf, dass ich Trends handle. Aus der Korrektur zum Punkt 2, wenn er weitergeht, schön. Wenn nicht, habe ich zumindest dieses Stück. Ich habe euch, und jetzt sind wir bei dem Punkt, immer gut zuhören, ja, was ist immer unser Stück gewesen, was wir uns rausschneiden wollen? Immer aus der Korrektur zum großen Punkt 2. Ja, wenn wir dorthin kommen, alles, was darüber hinausgeht, ist schön. Aber seid mal ganz ehrlich, wenn ihr euch die letzten Wochen und Monate anschaut, ja, wie oft geht der Markt hoch, hängt am großen Punkt 2, kommt wieder zurück. Du musst ja deinen Stopp auch irgendwo fachlich trotzdem noch korrekt setzen. Ja. Wenn der Trend aber hier oben das Große nicht zum Laufen kommt und oftmals sind die Korrekturzonen auch der Untergeordneten gleich groß, du kriegst deinen Stopp nicht mehr ins Plus und du ärgerst dich grün und blau, ja, weil du deinen Stopp nicht fachlich korrekt arbeiten kannst. Natürlich kannst du auf Bewegungshandel setzen, ja, logischerweise, aber das kennen wir doch auch, das Spiel. Ja. Wir setzen Bewegungshandel Kerze per Kerze, dann kommt ein Innenstab, dann geht er wieder zurück, ja, dann kommt er hoch und kommt wieder zurück, ja, ist immer das gleiche Spiel. Also nutze ich mein Setup, dieses Wissen. Es geht doch nur um dieses Wissen, dass ich richtig oder ich sag mal dezidiert einsetzen muss. Ja, dieses Wissen, dass ich mich dem Markt anpassen muss. Und wenn er die großen Trends nicht mehr mag oder nicht mehr so fortsetzt, dass ich da Profit draus ziehen kann, da muss ich halt runtergehen. Da muss ich halt gucken, was funktioniert. Und funktionieren tut immer noch der einzelne Trend, der Single Trend. Der funktioniert im Großen und Ganzen immer, ja, weil da auch viele Marktteilnehmer unterwegs sind. Jetzt sind wir wieder bei dem, was Karl-Heinz vorhin geschrieben hat, ja, kurzfristiger unterwegs zu sein. Also, sieht man ja hier. Aber wenn ich jetzt hier eingestiegen wäre, schaut mal, ja, hier als Beispiel, ich wäre hier eingestiegen, nur als Beispiel, aus der Korrektur, ja, okay, dann wäre ich sauber ins Plus gekommen. Aber ich bin hier eingestiegen und darf meinen Stopp hierhin nachziehen und da fliege ich jetzt raus. Ja, klar, jetzt können wir über Teilverkäufe sprechen und so weiter und so fort. Ja, das ist alles richtig. Das darf jeder mit seinem eigenen Ansatz dann auch machen. Da gibt es ja tausend Variationen, Bewegungshandel, Teilverkauf. Aber nur mal als Beispiel, ja, du bist hier drin und dann guckst du dir diese Kerze an. Schau mal her, das ist ein riesiger Außenstab. Ja, guck mal her, dann zieht die Kerze wieder nach, ja. Dann bist du hier wieder drin, da kommt wieder der Innenstab und dann musst du den Stopp hier nachziehen, hier zurückziehen, wenn du fachlich korrekt bleiben möchtest. Und dann haut es dich da wieder aus dem Markt raus und denkst dir, meine Fresse, was soll denn der ganze Blödsinn? Also, dann ist es doch für mich aktuell. Schaut Leute, das kann in einem Monat ganz anders aussehen. Es kann auch in 2 Monaten anders aussehen. Ich bezweifle aber, dass es so ist. Ich glaube, dass uns das Thema die nächsten Monate, Jahre vielleicht sogar begleiten wird. Also muss ich mich dem Markt anpassen. Ja, so.
Und also ist es doch für mich letztendlich leichter, wenn ich hergehe und sage, okay, bis zum Punkt 2, ja, oder ja, in dem Fall wäre es ja sogar nur Korrekturhandel gewesen, also bis zum Punkt 2 raus. Wenn das Signal nochmal kommt, rein, bis zum Punkt 2 raus. Ja, okay, Gebühren. Aber was ist es, was ist jetzt für mich wichtiger? Was ist entscheidender? Dass ich Gewinne mache oder dass ich jedes Mal dem Markt hinterher schaue, wie er in meine Richtung läuft und dann aber wieder korrigiert. Guckt euch doch den Mist mal an. Ja, jetzt haben wir hier einmal ein Arm, zwei Arm, drei Arm, vier Arm und dann hat sich's erledigt. Ja, fünfter Arm, der Trend wird reif, Ende Gelände. Ja, und genau das ist es, warum ich jetzt diese Zusatzcondition, es ändert nichts, dass die hier bestehen bleibt. Ja, die wird mir trotzdem angezeigt und die würde ich auch bevorzugt handeln. Nur wenn sie nur einmal am Tag kommt, ja, dann wird es natürlich schwierig. Und wenn ich dann sehe im Nachgang und denke mir, meine Güte, der Trend läuft und läuft und der Trend läuft und läuft, nur weil er halt in die Korrektur reinläuft. Auch wenn ich kein Korrekturhändler bin und es nicht mag, ja, den Markt interessiert es aber nicht, was ich mag oder was ich will oder was mein Setup ist. Es interessiert den Markt nicht. Ich muss handeln, was mir der Markt vorgibt. Und jetzt haben wir ja glücklicherweise den Agena Trader. Wir können ja solche Zusatztools nutzen, ja, die ich mir erwerben kann und sagen, ja, okay, dann mache ich es mir halt einfacher und dann schaue ich mir das halt einfach an und sage, okay, dann handle ich halt nur mal einfach den kleinen Trend, ja, und sage, okay, jetzt sind wir in Gold zum Beispiel eingestoppt worden. Mal gucken, ja, mein Target liegt hier irgendwo da unten. Wir werden sehen, ob er den Punkt 2 hier unten erreicht. Aber siehst du, der Weg ist verdammt weit, weil die Trends, schau dir diese riesigen Kerzen einfach mal an, die da auch in 5 Minuten auftauchen, ja. Ja, dann hast du halt nun mal eine große Strecke da nach unten. Aber wenn ich jetzt hergehe und sage, oh, der Markt hängt hier vielleicht, ja, an dieser kleinen Korrekturzone, ja, oder er bleibt hier unten hängen, ja, wenn der Markt da mal unten ist, dann muss ich einfach auch reagieren und muss sagen, hier komm runter auf Bewegungshandel, ja, raus aus dem Risiko, ja, wenn er nochmal hochläuft, dann probiere es halt nachher nochmal, ist ja gar kein Problem. Ich habe das gleiche hier bei Euro-US-Dollar zum Beispiel, ja, schaut an, jetzt kommt es nochmal, das ist genau das, was ich sage. Ja, er hat nicht mal, seht ihr, als ich eingestiegen war, da hat es heute Morgen noch die Signale gegeben, sind es nicht mehr da, ja, er hat den Punkt 2 nicht erreicht. Ja, so jetzt geht er hoch. Ja, und da, was für ein geniales Signal, ja. Natürlich bin ich hier in die Korrektur hinein, ja. Aber wenn ich mir das anschaue, dann das große Fenster, machen wir hier ein bisschen kleiner hier, so, ja. Da muss ich sagen, ja, er hat korrigiert, einmal abgebrochen, zweimal abgebrochen, dreimal, viermal. Guck mal her, er geht immer weiter in die Korrekturzone zurück. So ein Stück Markt muss ich auch lesen können. Ja, okay, ja, dann handle ich halt mal kurzfristig die Korrektur, auch wenn es ich nicht mag. Nochmal, ich habe meinen Handelsansatz deswegen nicht verändert. Die Basis ist und bleibt die Dow-Theorie, ja, Bewegung und Korrektur, ja. Aber ich kann immer wieder nur betonen, und das ist jetzt auch die Erfahrung der letzten 13 Jahre. Wisst ihr, vor 5, 6, 7 Jahren hätte ich auf meinem Setup beharrt, ja, wobei ich das Setup ja nicht verlasse. Ich passe es ja letztendlich noch an. Ich handle auch nicht diagonal, dass ich mir ein neues Setup raussuche und sage, jetzt hole ich mir aber noch Bollinger Bänder dazu. Oh, jetzt handle ich aber nur noch nach RSI oder jetzt handle ich plötzlich nach Heikin Ashi oder jetzt handle ich nach Schlag mich tot, sonst irgendwas. Ja, das tue ich ja nicht. Ich wandle nur, ich passe mich nur dem Markt an mit meinem Setup und sage, na gut, wenn du nicht willst, so wie ich will, ja, dann muss ich halt wollen, wie du willst. Ja, ist ja wie bei einer Beziehung auch. Ja? Wenn die Frau nicht will, was ich will, ja, dann muss ich, wenn ich glücklich sein will, das tun, was die Frau will, dann habe ich zumindest meinen Frieden. Ja, okay, trinke ich ein Bier mehr, dann ist auch wieder gut. Ja, aber richtig, Henry. Ja, und jetzt hat er was ganz, ganz Tolles geschrieben. Der erweiterte, es ist schöner hätte ich es jetzt gar nicht ausdrücken können. Henry, vielen Dank. Der erweiterte Ansatz setzt eine Menge Erfahrung voraus. Und jetzt sind wir genau bei dem Punkt, was ich euch, glaube ich, schon, wenn mich manche schon länger kennen, schon immer erzähle. Es gibt einige Dinge, die man im Börsenhandel beachten muss. Punkt Ausbildung, Punkt richtiger Broker, Money Management, Risikomanagement, die richtige Software, sprich den richtigen, die richtige Unterstützung und das kannst du dir kaufen, ja?
Du kannst dir eine Ausbildung kaufen, du kannst dir eine richtige Software kaufen, du kannst das Money Management kaufen als solches, weil sie Software macht. Aber etwas, was du nicht kaufen kannst, ist Zeit und Erfahrung. Ich bin jetzt jemand, ich mache den Spaß jetzt seit 13 Jahren. Und ich habe mich in den 13 Jahren schon so oft an den Markt anpassen müssen. Ja? Oftmals wieder meine Natur. Ja? Ich habe ganz früher angefangen, im 1-Minuten-Chart, teilweise 30-Sekunden-Charts zu handeln. Schnelle Kohle, schnelles Geld machen. Ja? War nicht so meine Geschichte, ja, weil ich nicht so, eigentlich bin eher so ein bisschen der gemütliche bayerische Typ, ja, also alles ein bisschen langsamer machen, bin langsam, ja, so. Dann bin ich hochgegangen, das war aber vor 6, 7 Jahren oder vor 8 Jahren oder vor 9 Jahren, als ich plötzlich angefangen habe, dann gehe ich halt in die Stunde hoch, ja, plötzlich kamen meine Erfolge, ja. So, dann musste ich aber Indikatoren noch hinzunehmen, den ganzen blöden Weg, den wir ja fast alle irgendwo gehen, bis ich dann irgendwann zu der leuchtenden Erkenntnis kam, Mensch, das funktioniert ja sowieso alles nicht, ja, denn Bewegung, Korrektur ist das Maß der Dinge, ja, und irgendwann setzt sich dann diese Erkenntnis durch, dass auch die Größeren handeln, ja, aus der Korrektur in einem gültigen Trend in meine Richtung, ja. Nur, wenn halt mein Setup als solches, das jetzt 3, 4 Jahre lang funktioniert hat, super funktioniert hat, ja, einfach in dieser Form nicht mehr funktioniert, muss ich meine Erfahrung einbringen lassen. Ich muss den Markt beobachten können. Schaut mal, ich bringe immer wieder auch gerne das Beispiel, weil es sich wirklich super vergleichen lässt. Ich darf in meiner knapp bemessenen Freizeit Schiedsrichter im Amateurfußball sein, ja. Und überlegt doch mal, wenn ihr euch heute ein Spiel anschaut, ja, ein Spiel dauert in der Regel 90 Minuten oder ein bisschen länger und der Spielcharakter ändert sich irgendwann. Es ist zum Beispiel ganz klassisch, gerade im Amateurfußball, du hast nach 10, 15 Minuten hast du einen Blick für das Spiel. Wer ist der Schreihals? Wer ist der Idiot auf dem Platz? Wer führt das Spiel? Ja, wer ist der heimliche Kapitän und so weiter? Das hast du irgendwann nach 10, 15 Minuten raus, ja. Aber es gibt eine entscheidende Sequenz, gerade im Amateurfußball. Es hat was mit der Kraft und mit der mentalen Fitness der Spieler zu tun. Ungefähr ab der 60. Minute, ja, ändern sich von 10 Spielen ändern sich 9-mal der Charakter. Ja. Die Kraft lässt nach, es muss eine Entscheidung her, weil man dann nicht mehr so viel Zeit hat. Und da muss ich mich anpassen. Konnte ich vorher 50, 60 Minuten lang viele Vorteile laufen lassen oder vielleicht auch mal ein bisschen nachsichtiger sein oder vielleicht mal, ja, einfach, ja, den freundschaftlichen Charakter pflegen. Der erste Moment, wo irgendwann die Blutgrätsche kommt oder wo der erste meint, er muss anders agieren, kann ich nicht sagen, na ja, machen wir so weiter, hat ja 60 Minuten lang funktioniert, wird jetzt die restlichen 30 Minuten auch funktionieren? Nee, das geht nicht, sonst gebe ich das Spiel aus der Hand und ich bin zum Schluss der Loser. Bist dann Schiedsrichter zwar immer, aber ich entscheide immer noch den Losergrad. Ja, wie gehe ich aus dem Spiel dann letztendlich raus? So, also, Punkt ist ganz einfach, ich muss mich auch dem Spiel anpassen. Und genauso ist es hier, ich muss mich dem Spiel anpassen. Ja, so, und wenn das nicht mehr funktioniert hier, dann muss ich halt gucken, okay, an welcher Schraube muss ich drehen, ja? Ich ändere nichts daran, dass für mich der große Trend immer noch wichtig ist, aber ich passe damit eben mein Stoppverhalten an oder meine Gewinnmitnahmen an. Ja? Und wenn ich mir jetzt hier das anschaue, ja, er läuft in die Korrektur, ja, aber guckt, wenn ich mir das anschaue, wunderbar. Hier oben eingestiegen, vielleicht läuft er bis zum Punkt 2. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ja. Aber zumindest wären wir hier schon wieder schön im Plus, ja. Auch immer hier wie auf Gold, ja. Fängt langsam an zu laufen, beobachten wir einfach mal. Schauen wir mal. So. British Pfund, US auf 5,5 reingegangen. Schauen wir uns jetzt an, Janko. Mache ich doch glatt für dich. Du bist reingegangen, British Pfund, US-Dollar. Ah, seht ihr, Trendfortsetzung. Ja, da liebe ich mir meinen Dow-How-Ansatz, da liebe ich mir diese geniale Software. So, du bist eingestiegen bei 1,42,51. Okay. Eventuell den größeren Trend gehandelt. Ja, super. Ein bisschen reif schon. Ja. Okay, ganz ehrlich, Janko, zieh das Ding zumindest mal auf Einstand und zieh das Ding den Softstop über Bewegungshandel nach, ja? Lass gebe die Kerzen nach, ja? Du weißt nicht, wie weit das der Markt noch läuft, weil lieber steigst du ja später nochmal ein. Hier kommen wir so langsam auf eine Unterstützungszone. Guckst du dir das an? Hier so, diese Richtung. Ja? Schau, da kommen wir jetzt langsam an. Ja? Weißt du nicht, ob er noch durchrauscht oder auch nicht? Ja? Also, Bewegungshandel, jetzt aktiv reagieren.
Jetzt sind wir bei dem Thema. Diesen Handelsansatz, den kannst du nicht geschwind mal von unterwegs machen. Ja? Da musst du vorm Computer sitzen. So, und das ist das, wo es dann einfach dieses Stück weit auch Erfahrung dann letztendlich braucht. Ich weiß, es ist nicht mal so ein Stück weit Revolution, aber es bringt mir ja nichts. Ja? Ich kann ja nicht hergehen und weiter mein Geld verpulvern, nur weil ich sage, das ist auch mein Ansatz, nur der zählt. Ja? Es ändert nichts an dem Ansatz. Ja? Ich muss halt nur ein Stück weit anders reagieren. Und das ist für mich so der Punkt, für mich letztendlich der wichtig ist. Ja? Also, schauen wir mal, ob Gold zum Laufen kommt, Euro, kanadischer Dollar, nee, ist kein Long-Signal mehr, das sind auch keine Pfeile mehr. Ja, aber jetzt schauen wir mal. Das war der kleine Trend. Wo war die Korrekturzone? Ja, also das hier. Na. So, sehen wir aus der Korrekturzone hier unten nach oben raus. Ja, wieder raus, wieder raus. Also zigfach Einstiege. Ja, zigfach Einstiege und irgendwann kommt das auch raus. Ja, und irgendwann kommst du zum Punkt 2 und jetzt hat er erreicht. Seht ihr? Eine Trendfortsetzung ist immer wahrscheinlicher als ein Trendbruch. Ja, die Frage ist halt nur, ich weiß, sie, guck mal her, er hat sich dir nur, da war der letzte Punkt 2, guck mal, der hat sich nicht wirklich fortgesetzt. Ein bisschen, ja. Ja, nice to have, aber ich weiß nicht, wie weit das er noch geht. Ja? Also habe ich mir doch den Gewinn mitgenommen, den habe ich jetzt ich nicht mitgenommen, weil ich es nicht gesehen habe, beziehungsweise gestern war das ja schon. Ja, natürlich, Daniel, kannst du vom Strand aus traden, ja, wenn du eine gute Software hast und wenn du weißt, was du tust. Schön kann man auf jeden Fall alles machen. Wenn du 10, 12, 15 Jahre Erfahrung hast, Daniel, dann geht's. Vorher wird es wahrscheinlich schwierig und dann beißt du wahrscheinlich in den Sandstrand. Gut, schauen wir mal, was noch so da ist aktuell. 5 Minuten. Also hier läuft er auch wieder in meine Richtung, ja, hat bis zum Punkt 2 hier oder bis in die Korrekturzone zurück korrigiert. Ja, also spekuliere ich darauf, dass er zumindest eventuell nochmal bis zum Punkt 2 zurückkommt, wobei das jetzt einer so jener Werte ist, wo ich sage, das kann ich jetzt machen. Ja, die Korrekturzone ist A relativ klein. Ja, er hat nur bis zum Punkt 2 korrigiert. Mal gucken, ob er vielleicht bis da runterkommt. Ja. Jetzt vielleicht doch nochmal einen Blick aufs größere Ganze. Ja, auch da eher Tendenz wahrscheinlich Short als Long. Ja, also kann man dann schon mal machen. Aber das ist jetzt wieder sowas, wo ich sage, naja, also wirklich nur ganz klar. Ja, Henry, schaue ich mir gleich noch an. Die beantworte ich jetzt noch zum Schluss. So, also den Trade mache ich jetzt noch. Aber da bin ich dann auch rigoros dann dabei. Und sage, wo ist denn mein Stopp? Den ziehe ich natürlich da runter, logischerweise. Ja, und auch hier Target wirklich nur am Punkt 2. Ganz kurzer Gewinn und schauen wir mal, ob das aufgeht. Also Outcut, gucken wir mal. Mehr will ich gar nicht. Okay, also jetzt beantworte ich noch die Fragen von Anfang an. Südzucker war hier noch die Frage. Ah, oh, je, je. Südzucker, ich weiß wieder nicht, das ist Kürzel dazu. Aber warte mal, ich glaube, Germany, ja, nee, ich muss es eingeben. Schauen wir mal, was wolltest du da wissen? Auf Tageschart. Machen wir doch mal glatt. Südzucker. Ah, nee, Quatsch, das ist ja Blödsinn. Also ihr seht, man kann auch mit Margina Trader einfach nur einen Wert raussuchen, Südzucker. So, Südzucker, da haben wir. Okay, auf Tagesbasis. Einstieg bei Südzucker auf Tagesbasis. Nach Rücklauf 14,20, ja. Auf jeden Fall. Also, das war Henry, genau. Also, wenn er hier zurückkommt, ich glaube, das haben wir letzte Woche schon mal besprochen, wenn er hier zurückkommt, ist das auf jeden Fall eine klare Kaufzone. Ja, das würde ich dann schon machen und hier durchaus auf eine Trendfortsetzung spekulieren, weil auch die Woche, ja,
durchaus inzwischen gewillt ist. Es ist zwar noch ein Abwärtstrend, aber da ist natürlich die letzte Korrekturzone weit oben. Das heißt, bis 17, 18 Euro kann Südzucker dann schon mal steigen. Das wäre also nicht so das Allerschlechteste. Aber kurzfristiger Trade wahrscheinlich eher, ist so meine persönliche Meinung dazu. Aber wie gesagt, warten, bis er hier zurückkommt. Ja. Ja, genau. So, Analyse zu Kaffee auf Tag. Das machen wir doch glatt. Kaffee auf Tag. Kaffee auf Tag. So. Also, auch hier, der Abwärtstrend ist zumindest schon mal gebrochen. Das ist durchweg positiv. Auch ihr seht ja auch Kaffee. Das ist so ein Teil, wenn ich mir das anschaue, was ich gerade vorhin von den Trends gesagt habe, seht ihr das? Ja. Wie schnell, dass sich die abwechseln, da kriegst du keinen Fuß auf die Erde. Nicht in diesem Zeitfenster. Ja, da kommst du gerade mal bis zum Punkt 2, aber dass sich hier ein richtiger Trend ausbildet, ja, der Abstieg begann aber schon weit, weit oben. Ja, seht ihr hier, ja, furchtbar. Also ganz, ganz schlimm. Ja, nur die ganz Großen, ja, aber auch nicht wirklich. Guck mal, drei Arme, dann war es schon wieder, hat sich schon wieder erledigt. Also, deswegen sage ich, auf das kurzfristige Geschäft wird es relativ schwierig, in den nächsten Monaten da wirklich drauf zu spekulieren, es sei denn, du bist Investor. Ja, dann läuft das Ding natürlich auch in eine ganz andere Richtung. Also, das Problem ist im Tagesstart, wir haben einen Trendbruch, um da eine Analyse noch zu machen. Ein Trendbruch dieses Abwärtstrends, wir sind aktuell trendlos. Ich würde hier warten, bis sich irgendwo ein neuer Trend entwickelt und dann versuchen, diesen zu handeln. Ja, Janko, das war meine Idee. Bin am 3.3. bei 114 Long gegangen. Bei 114 Long gegangen. Am 3.3. Aha, da unten, okay. Da Unterstützung bei 111, 112 das dritte Mal innerhalb meines Jahres gehalten hat. Wo jetzt den Stopp setzen? Naja, wenn du jetzt schon so gut im Plus bist bei 126, ich würde den Bewegungshandel machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde entweder den Hardstop zumindest mal auf Einstand setzen und den Bewegungs- und den Softstop, so als mentaler Stop, würde ich unter Bewegungshandel dann machen. Ja? Also Minus darfst du auf gar keinen Fall mehr generieren lassen. Wenn er nämlich nochmal zurückkommt, dann kann man ja nochmal einen Einstieg versuchen. Also so würde es ich persönlich machen. Billfinger, Einstieg im Daily Chart nach Rücklauf Richtung 41. Billfinger. Machen wir auch gleich. Billfinger. Schauen wir mal. Da haben wir Billfinger. So, schauen wir hier mal Billfinger. Trend, ja, in die Bewegung schon reingegangen. Rücklauf Richtung 41. Na gut. Rücklauf kann hier jederzeit genommen werden. Der Trend ist noch relativ frisch. Ja, übergeordnet haben wir keine, die uns richtig unterstützen würden. Also auch hier eher kurzfristig. Ja, das seht ihr, das ist das einfach das Problem, weil die Trends kaum zum Laufen kommen, zumindest nicht übergeordnet. Also auch hier Korrekturzone beachten, Henry, und Richtung Rücklauf. Wenn er hier zurückkommt und die Korrekturzone hält, kann man hier nach oben spekulieren mit dem Stop-Loss unter der 40. 81 ungefähr. Ne? So, Wochenchart. Im Wochenchart haben wir halt so gut wie keine Unterstützung, außer das ganz große Fenster und da kommt er wirklich wie auch der DAX sehr tief aus der Korrekturzone. Von daher gesehen könnte hier natürlich das große Kapital die Unterstützung bieten und durchaus nach oben noch durchgehen. Von unten her, der kleine Trend ist trendlos, der mittlere ist im Abwärtsmodus, konnte aber die Bewegung nach unten nicht mitnehmen. Ja, auch wieder so ein Thema, ne? Kommt nicht zum Laufen. Also muss ich kurzfristiger agieren. Also auch der Einstieg, glaube ich, wäre hier gar nicht mal dann so schlecht. Ja? So, also seht ihr, out Schweizer Franken, das ist, da habe ich mich ja, wie gesagt, wollte ich ja einstoppen lassen, aber noch kommt er nicht zum Laufen. Schauen wir mal, was sonst noch da rauskommt. Ja, und das ist wieder dieses Thema hier. Ja, fängt an zu laufen. Na gut, da muss man jetzt Geduld haben, was noch kommt. Aber das ist hier so eine kleine Korrekturzone. Seht ihr, wo er angekommen ist, so an diesem Punkt 2 hier. Und da geht es halt einfach nicht wirklich weiter. Ja, so, gut. Das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich auch, das habe ich auch.
Kaffee noch dazu, wirklich schwierig, weil Kaffee vom René Wolfram auch gehandelt wird über den Kaffeemarkt, über den Futures-Markt. Die leiden dort wirklich ganz arg, weil sie halt einfach systematisch traden, was ich auch super finde, weil es auch ein super Ansatz ist. Das Problem ist, sie haben teilweise eine riesige Slippage drin, weil natürlich die alle irgendwann um 15:30 Uhr oder was oder um 19:15 Uhr raus wollen. Ja, und wenn natürlich aus dem Futures-Markt, ne, 100 Leute raus wollen mit ihren Kontrakten, hast du eine Slippage. Ja. Die haben nicht kapiert, also der Wolfram schon, sagte ja auch immer, aber seine Schüler kapieren nicht alle Angebot und Nachfrage. Ja, wenn du auf der Gegenseite keinen hast, sondern erst weiter oben, weiter unten, wirst dann einfach anders ausgeführt. Ja, das ist halt nun mal so. Das gehört leider zum Spiel dazu. Okay, ihr Lieben. Genau, zwischen 17 und 18 Uhr gehen die irgendwo raus. Also, das soll es für heute gewesen sein. XTB-Kunden heute Nachmittag 15:30 Uhr. Ansonsten den Rest der Woche haben wir auch noch bei Börse Go und hier bei uns morgen Nachmittag wieder. Und ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch eine Kleinigkeit mitgeben, diese Erweiterung auch des Setups erste Mal vorstellen. Wir werden sehen, wie es weiterläuft und ich freue mich natürlich darauf, euch noch weiterhin zu sehen und zu arbeiten und wir werden sehen, wie es sich dann entwickelt. Bleibt einfach dabei und ihr werdet sehen, ob sich diese Änderung auch aufs Depot dann auswirkt. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und viel Erfolg. Bleibt geduldig, diszipliniert, handelt die Trends und dann glaube ich, kann es wirklich gut werden. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und denkt immer daran, der Weg ist das Ziel. Bye bye.